Was haben wir denn noch? Die meisten Giovanni stammen aus venezianischen Familien und verbrachten einen Großteil ihres Lebens als was auch immer. I don't care. Okay, hier ist wieder mal nichts. Genauso wie hier nichts ist. Schon wieder. Mann, ey. Ach, bitte lass es nicht 10 sein. Schon wieder. Gibt's einfach nicht. Okay. Sieht ziemlich krass aus gerade, was die da machen. Ich hoffe, die haben wenigstens was da. Aber nein, dem ist nicht so. Gut, und weil die nicht so aussehen, als würden die einem das verzeihen, wenn man die aussaugt, da lassen wir das Ganze auch gleich mal. Hier ist nichts. Und hier ist wieder ein Ausgang. Ist auch nichts. Kann man auch nichts machen. Auch nichts. Moment mal. Ja, bla bla, geradeaus durch. Ja. Bin ich denn hier allgemein lang gelaufen? Schon. Ah, gut. Okay. Ja, dann latsch mir mal hier ein bisschen weiter. Mit ein bisschen Glück kommen wir ja wieder dahin. Nee. Es sind überall kleine Minikabinen. Aha. War klar. War klar. Spielladen. Okay. Gut, dann muss ich auf alle Fälle nicht wieder raus. Dann könnte ich das hier einfach mal aufstehen. Ach scheiße, geht ja nicht. Ganz vergessen. Aha. Cazzi. Cazzi tuoi. Wo ist dieses Buch? Cool, dass die hier wenigstens bis ein Klavier haben. Might as well be a costume party. Wovon reden Sie da? If you don't even know about the contest, then you really don't have to worry about winning it. Sagen Sie mir, was Sie über den Sarkophag wissen. The sarcophagus? I thought they closed that place down after they found that missing cheerleader doped up in the back. That was years ago, though, when I was in high school. Okay, ich bin Victor. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Mira. Mira Giovanni. Gut, was genau haben Sie damit gemeint, dass Sie es ein Wettbewerb? Okay. Ach, komm schon. Brauchen Sie Hilfe dabei, diesen Wettbewerb zu gewinnen? Super, Kreis der Mächtigen. Was meinen Sie damit? Back in 1950, we've all heard the rumors. The core of our family, okay. They never age, they're secretive. Whispers of blood magic and a kiss. Whatever it is, they pick the very best of us for it. I'd do anything to be picked. I've made some errors in judgment, but I've lobbied hard for this family's interests. Gut, Fehlentscheidungen zum Beispiel? What? Forget it, I'm not saying anything about that. Gut, wenn ich irgendetwas über Ihre Verwandtschaft höre, informiere ich Sie. Gut. Yeah. Ich hörte etwas über Familie, das Sie sicher interessieren dürfte. Nichts, das Ihnen von Nutzen wäre. Okay, entschuldigen Sie mich. Gut, okay. Sagen Sie es mir, was mit dem Sarkophag auf sich hat. Okay, das hatten wir schon. Gut. Okay. Ja, hallo, auf Wiedersehen. So. Schleichen ist doch was Schönes. Also was können die? Die können nichts. Die sehen mir auch nicht besonders aus. Oh mein Gott, was mit der? Speichern.
sieht eigentlich fast genauso aus wie die andere. Nur, dass die andere ein cooleres Kleid hatte. Ja, die andere sieht cool aus. Vielleicht nuttischer. Okay. Okay, Victor Rossellini. Und Sie sind? Nadia Milliner. It's a pleasure to meet you, Victor. Are you from the Chicago Rossellinis? Ja, ganz genau. Oh, you must give my regards to great Aunt Frances when you get back. I stayed with her last time I was out that way. She was very sweet to me. Ja, mach ich. I'm working on my master's out here. I'm from back east. The Giovannis have been nice enough to let me stay here while I finish up my studies. I've learned a great deal from them, like you wouldn't believe. Zum Beispiel? I really can't say much about that. Okay, ach komm schon. Wie kannst du es ruhig sagen? I forget about it, really. It's nothing. Okay, was komm schon, sag's mir. I just remembered something I have to do. Och nö, komm. Just leave me alone. Nein. Just leave me alone. Ich habe die falsche Antwort gewählt. So eine Kacke. Nee, das war's falsch. Nervend. Also nochmal. Escape, Spiel laden und den ersten Quick Save. Mann. Hi. I don't think we've met before. Gut, Victor Rossellini. Okay. Ja, ganz genau. Mach ich. Gut, zum Beispiel. Ich weiß ein bisschen über die Geheimnisse unserer Familie. Erzählen die Toten ihre Geschichten auch dir? Es ist das Buch. Moment, was ist das eigentlich? Anscheinend steht da sowas wie Diskette nicht kopieren oder bla bla bla. Recherche von 9. Schönen Dank auch. Moment mal. 5. Moment, wenn ich hier eventuell weiter hingehe, dann wäre ich eventuell ziemlich angearscht demnächst. Und da habe ich jetzt ziemlich wenig Lust drauf. Gut, wir reden jetzt auf alle Fälle nochmal mit ein paar anderen. Hey there, Adam Dunser. I don't think we've met. You are? Victor. Victor, pleasure to meet you. What line of work are you in? Import, Export. Myself, I'm an investment banker. Great business, lot of potential. For example, I got the inside track on this company right now. And let me tell you. When this company goes public, everyone's going to wish they had a piece of it. Oh, okay. Warum investieren Sie dann nicht? Well, I know somebody at the company, and that's what they call insider trading. I could lose my job for that. Okay. Vergessen Sie das. Sagen Sie mal einfach, was Sie über den Sarkophag wissen. Okay, gut. Well, it's a biotech firm. You know they're working on growing replacement organs, really fascinating technology. I bet everyone will be going to them for parts. I figure an investment of $50,000 could be easily tripled in 5 years. Okay. Ich würde ja gerne, aber leider habe ich mein Scheckbuch nicht dabei. Do you have cash? Credit? We could set it up over the phone right now. You'd really be helping me out a lot and making a tidy profit to boot. Was meinen Sie damit, Ihnen aushelfen? It's just that business is a little slow lately. But you know how the economy is. It goes down, but it'll shoot right back up again. And this is the horse to bet on. I guarantee it. Okay, Sie sind in letzter Zeit nicht sonderlich erfolgreich gewesen, nicht wahr? Most people here, they've got cash they don't know what to do with. And if one of us falls on hard times, don't you think, as family, they're obligated to help him out? Besides, I get the kiss tonight. Everyone will be investing with me. In fact, if I could ensure my place at the grown-ups table by, say, drawing some attention away from my financial shortcomings, I'd be guaranteed the kiss. Know any dirt about the others I could use? I can't pay you, but I got this watch and this ring. Ah, mal sehen, was ich herausfinden kann. Wenn ich etwas höre, sage ich Ihnen Bescheid. Gut, was ist mit dem? Tolle Party, was? What? Oh, sure. Okay. Haben Sie ein Problem? Nothing to be concerned. No. Excuse me.
Ja, gut. Wissen Sie, schönes Anwesen haben Sie hier. You know Uncle Bruno. Gut, bla, haben Sie in letzter Zeit mal einen guten Film gesehen? I'm sorry, I've got a lot on my mind lately. You can excuse me. Okay, bedrückt Sie etwas? Family events. How many more of these do we have to attend before we're taken seriously? I mean, honestly. Echt. They're pitting us against our own flesh and blood for the privilege of joining the power clique. All you hear is, what have you done? How much did you make? Who do you know? You can't tell anyone anything, because they might use it against you. Okay, Sie meinen, wenn Sie den Dreck der anderen finden, würden Sie ihn nicht gegen Sie verwenden? The heart says no, but the business memo tells me to smear them into the ground. I guess I would. They probably do the same. Adam Dunson ist völlig pleite. Er bettelt praktisch um Geld. Okay, nehmen wir mal an, ich würde ein paar Dinge über andere Leute hören. An wem wären Sie denn interessiert? Yeah, I guess I would. Okay. Wenn ich etwas höre, sage ich Bescheid. Okay, und das wird wahrscheinlich der nächste sein, oder fast. Excuse me. Ja, klar. Excuse me. Excuse me, excuse me. Excuse me, sir. Okay, speichern wir nochmal. Also der ist der Einzige, der, naja, ziemlich wenig hat. Und hier oben hinzugehen ist, denke ich mal, auch nicht so sicher. Bitte lass es auf sein. Okay, die Tür ist verschlossen. Nächste Tür. Tür ist verschlossen. Nächste Tür. Tür ist verschlossen. Exekutieren kann ich den nicht, sonst passieren schlimme Dinge. Mann, Mann, Mann. Das ist aber wirklich ziemlich kritisch hier. Ein Ring und eine Uhr. Und die Frage ist, ob der Ring und die Uhr so günstig sind. Okay. Ja, bla, bla, bla. Okay. Vergessen Sie, entschuldigen Sie mich. Gut. Moment, dann fragen wir die anderen nochmal über so eine Art Sarkophag. Okay. Ich habe mich mit ein paar Verwandten von Ihnen unterhalten. Ja, mal gucken, was es da so gibt. So. Sagen Sie es mir, was Sie über den Sarkophag wissen. Okay, jetzt werden Sie mal nicht kommen. Sagen Sie mir.